Ihr Kind soll schwimmen lernen und Sie haben Freude daran, ihm das Schwimmen selbst beizubringen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen in 4 kleinen Erklärvideos, wie das geht. Und haben Sie keine Angst, die Übungen, die wir Ihnen zeigen, sind nicht schwer. Das schaffen Sie leicht. Wir empfehlen als erste Schwimmart das Brustschwimmen. Gehen Sie in ein Schwimmbecken mit warmem Wasser und einer geringen Wassertiefe, in dem Ihr Kind gut stehen kann. Wenn Ihr Kind 5 oder 6 Jahre alt ist, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Gehen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind ins Schwimmbad, zum Beispiel einmal in der Woche. Nach ca. 10 bis 15 Stunden kann Ihr Kind schwimmen und schafft die 25 Meter ganz alleine, die man für das Seepferdchenabzeichen benötigt. Neben einer Badehose oder einem Badeanzug sind Schwimmflügel aus Baumwolle oder ein Schwimmgürtel mit abnehmbaren Schaumstoffblöcken ideal für das Schwimmen lernen. Schwimmflügel an den Armen sind dagegen nicht geeignet. Auch ein Schwimmbrett oder eine Pullnudel helfen. Diese können Sie sich oftmals in Ihrem Schwimmbad bei der Badeaufsicht ausleihen. Sind Sie bereit? Dann starten wir in diesem ersten Teil mit der Wassergewöhnung und der Wasserbewältigung. Die Wassergewöhnung kann schon außerhalb des Schwimmbeckens beginnen, in der Dusche oder wie hier am Beckenrand. Spritzen Sie zum Beispiel ganz toll mit den Beinen. Wir zeigen Ihnen nun eine kleine Auswahl an Übungen. Schon ab der ersten Schwimmstunde macht das Hüpfen im Wasser mächtig Spaß. Halten Sie Ihr Kind gut fest, damit es keine Angst hat. Auch das Hochwerfen und Auffangen mögen die Kinder meist sehr gerne. Ziehen Sie es an gestreckten Armen durch das Wasser. Das darf auch richtig schnell sein. Nach der Bauchlage wechseln wir in die Rückenlage. Jetzt darf es auch etwas ruhiger werden. Wir schweben im Wasser. Zuerst in Bauchlage, dann in Rückenlage. Halten Sie Ihr Kind nur mit einer Hand fest oder lassen es später sogar ganz los. Auch das Untertauchen und das Öffnen der Augen unter Wasser sind Teil der Wassergewöhnung. Danach beginnen wir mit der Wasserbewältigung. Zunächst gleiten wir mit einem Schwimmbrett in der Hand durch das Wasser. Kräftig vom Beckenrand oder Beckenboden abstoßen, Arme und Beine lang ausstrecken und gleiten. Auf der Rückfahrt pusten wir kräftig ins Wasser aus, wenn wir uns das schon trauen. Später versuchen wir es ohne Brett mit ausgestreckten Armen. Sie dürfen Ihr Kind auch anschieben oder anfangs auffangen, das ist überhaupt kein Problem. Auch das Ringeltauchen macht Spaß. Zunächst vielleicht in ganz leichtem Wasser, vielleicht auf einer Stufe, später in immer tiefer werdendem Wasser. Oder zeigen Sie sich untereinander 2, 3 oder 4 Finger und der Gegenüber muss mit offenen Augen erkennen, wie viele Finger Sie ihm gezeigt haben. Eine ganz besondere Übung zum Ende der Wasserbewältigung ist die Hockqualle. Holen Sie tief Luft, hocken Sie die Beine an und lassen Sie sich im Wasser treiben.
Damit ist die Wasserbewältigung beendet. Ihr Kind hat jetzt keine Angst mehr vor dem Wasser und kann sich im brusttiefen Wasser sicher bewegen. Schon ab der ersten Stunde beginnen wir aber auch vom Beckenrand in das Wasser zu springen. Zunächst mit Halten an den Händen. Später mit einer Hand, einem Finger oder ganz ohne Hilfe. Nach der Wasserbewältigung wird es Zeit, Schwimmbewegungen zu erlernen. Im nächsten Teil beginnen wir damit mit dem Beinschlag. Bis dahin, auf Wiedersehen!